Wir danken den Herrn, Geschwister. Ich freue mich sehr, weil, ich sage es immer wieder, weil der Herr mit uns ist. Wenn wir mit dem Herrn sind, ist er mit uns, Geschwister. Und es werden schwere Zeiten kommen, es werden Probleme kommen, auch bei uns, die Gläubigen. Das hat der Herr gesagt, dass es werden durch Trübsal, durch den engen, schmalen Weg müssen wir durch, Geschwister. Aber wie verhält ich mich dann? Weil manchmal wir Gott nicht verstehen, versuchen wir dann irgendwie einen eigenen Weg. Versuchen wir und denken wir einen eigenen Plan. Und weil der Herr anders arbeitet als unser Verstand, ich rede jetzt für uns, also als Gläubige, die Welt sowieso, die plant alles, wie sie will, wie sie meint, ist richtig. Aber wir als Gläubige, Geschwister, wenn wir ein Problem in unser Leben kommt, vertrauen wir den Herrn, sagen wir, Herr, ich habe gerade dieses Problem hier, aber will auf dich warten. Und nicht versuchen, irgendwie selber irgendwie so was zu tun, vielleicht das wird besser sein, weil Gott, es dauert so lang bei ihm, ich will das jetzt haben, ich will die Lösung jetzt haben. Und da besteht die Gefahr, Geschwister. Wir Gläubige haben öfters ein großes Problem mit der Zeit. Die Zeit, unsere Zeit und die Zeit mit dem Herrn. Es ist ganz anders, Geschwister. Wir müssen mit der Zeit des Herrn gehen. Und wie heißt es mit der Zeit des Herrn? Warten, bis er wirkt. Herr, ich plane nichts. Wie oft haben wir geplant, Geschwister? In der Welt, als wir in der Welt noch waren, haben wir geplant, so gemacht, das gemacht und alles ist schiefgegangen. Wir als gläubige Geschwister müssen wissen, an den Herrn hören, an das Wort lesen. Es ist sehr wichtig, lesen. In diese letzte Zeit, Geschwister, versucht der Feind, das Wort wegzunehmen. Die Welt rennt hin und her, Geschwister. Die Welt wird unruhig. Und weil wir in dieser Welt leben, besteht die Gefahr, dass wir auch mit hineinkommen und fangen an zu rennen hin und her, Geschwister. Damit wir dann den Herrn verlieren aus den Augen. Wir müssen wegschauen und sagen, Herr, ich will auf dich schauen, ich will auf dich warten. Ich will, dass du mich Kraft gibst, weil ohne dich kann ich nicht. Die Welt, Geschwister, versucht selber Götter zu finden, versucht auch sich selber aus ihrer eigenen Kraft Lösungen zu finden, aber das wird niemals kommen, niemals gehen, Geschwister. Gott ist hier gekommen, ist Mensch geworden und der Mensch will Gott werden. Das Gegenteil, Geschwister. Gott wird Mensch, demütigt sich, aber der Mensch heute, Geschwister, will Gott werden. Da muss man Acht haben, Geschwister. Der Herr soll die Geschwister übernehmen, die fehlen, die Probleme haben, die in der Arbeit sind. Ich bin mir sicher, es gibt viele Geschwister, die heute hier sein wollten. Der Herr weiß es, der Herr kennt es. Der Herr kennt unser Herz, Geschwister. Wie wir stehen, wie wir denken, auch im Gebet. Wir sollen auf den Herrn schauen, Geschwister. Er liebt uns. Das können wir nicht vorstellen. Er ist immer bei uns, Geschwister. Das müssen wir wissen. Aber mein Herz ist öfters bei anderen Dingen sehr beschäftigt. Gerade in dieser letzten Zeit muss man aufpassen, Geschwister. Ich möchte was lesen aus Römerbrief. Römer Kapitel 1.
ab Vers 16. Römer Kapitel 1 ab Vers 16. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit des Menschen, der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihrem Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Die sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das den vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Darum hat sie Gott auch dahingegeben, in die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, so dass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, den gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Geschwister, Gott hat gesprochen. Er hat gesagt, das ist mein Wort. Ich gebe euch mein Wort. Was ihr daraus macht, ist unsere Sache. Der Herr hat in dieser letzten Zeit durch Jesus gesprochen, Geschwister. Er hat das Wort gegeben, die Bibel, die wir heute in unserer Hand halten. Ihr habt das Wort, sagt der Herr, was ihr daraus macht, das müsst ihr wissen. Der Herr wird, Geschwister, tun, was er tun will, was die Menschen tun und sich vorstellen. Das schaut Gott nicht. Gott schaut, ob ich auf das gesprochene Wort höre und glaube, Geschwister. Es wird alles kommen, so wie es geschrieben steht, Geschwister. Es wird sich alles erfüllen, Geschwister. Aber wir sollen nicht Gott vertauschen, Geschwister, mit irgendwas anderes. Diese Welt hat vieles zu geben, Geschwister. Die Beschäftigung ist sehr viel, Geschwister, mit, sagen wir so, mit den Sorgen und dann mit Vergnügen und ja, es gibt so viele Medien, Elektronik und dort, da kann uns der Feind sehr beschäftigen. Aber der Herr will, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben, Geschwister. Paulus sagt, er schämt sich nicht, das Evangelium ist von Christus. Es ist Gottes Kraft, Geschwister. Wir glauben, wir werden glauben, bis der Herr kommt. Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, weil welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Gott hat es uns offenbart, Geschwister. Jeder Mensch weiß es, dass er ewig lebt. Der Herr hat es in uns hineingelegt. Der Mensch weiß es, dass er ewig ist. Er weiß es, Geschwister. Aber er weiß nicht, was danach kommt. Das ist das Problem, uns Menschen. Wir wissen, dass wir ewig leben. Aber was danach kommt, das ist ein Problem. Und deswegen sind auch diese großen Religionen erschaffen worden. Jeder Mensch, ob der ein Christ ist,
ein Hindu ist, ein Buddhist ist, er weiß, dass er weiterlebt. Aber wie, Geschwister, das wissen sie nicht. Und da ist die Gefahr. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt. Geschwister, danken wir Gott, Geschwister, Tag und Nacht für das, was wir haben. Für das, was wir auch nicht haben. Wir wissen genau, dass vieles noch fehlt bei uns, Geschwister. Die Bitte, mein Kind, Herr, meine Frau, Herr, ihr habt noch nicht den Heiligen Geist, Herr. Danke ich den Herrn, Jesus Christus, ich danke dir für das, was du mir gibst und für das, was du mir nicht gibst. Weil der Herr weiß, Geschwister, besser als wir. Und wir sehen, Geschwister, dass die Menschen heutzutage ihre eigenen Götter gefunden haben. Es kann ein Auto sein, es kann die Frau sein, es kann ein Kind sein. Es kann sein, dass ich mehr Wert, mehr Zeit gebe auf eine Sache, auf eine, was nicht Leben hat, also nicht ewig lebt, ja. Und da ist die Gefahr, dass ich mehr etwas anderes erhöhe als den Herrn. Und wir sehen, Geschwister, das ist genauso, wie der Heilige Geist gesprochen hat. Das sehen wir heute in dieser Welt, Geschwister. Nicht nur die Hindus, nicht nur die Buddhisten, die Inkas, die Indianer, die Griechen sogar, die haben selber Götter erfunden, Geschwister. Ist genauso, wie es hier steht. Sie haben gedacht, wie könnte Gott aussehen? Hat er vier Füße, vier Hände? Aber die wissen eins nicht, Geschwister, und das ist die Gefahr. Wenn ich nicht weiß, dass es einen Teufel gibt, dann ist die Gefahr, dass ich was ich alles erschaffe, mit meinen Händen Gott ist. Geschwister, wir brauchen den Geist des Herrn, damit wir Offenbarung bekommen, damit er uns leitet in die Wahrheit. Und wir sollen Gott erhöhen, Geschwister. Und niemals sagen, der Herr hat mich vergessen. Ich habe eine Bitte, aber es ist Jahre vergangen. Geschwister, wir müssen von unserer Ich runtergehen, aus unserem Thron und den Herrn lassen, auf unseren Thron steigen. Und er soll thronen. Er soll sagen, wann er uns diese alles gibt, was wir verlangen. Und nicht sagen, Herr, ich will jetzt, ich will morgen, dass du mir das gibst. Nein, Jesus Christus, ich verlasse mich auf dich. Ich bin ein Niemand, ich bin ein Nichts. Ohne dich, ich will auf dich warten. Wir sollen nicht wie diese Menschen hier werden, Geschwister. Nicht vertauschen mit irgendwas den Herrn. Es sind die letzten Tage, Geschwister. Der Herr wird kommen. Und ich bin mir sicher, dass der Herr, was wir ihn bitten, dass er uns das gibt. Wenn zwei beten über eine Sache und es das Wille des Herrn ist, ist es nicht der Wille des Herrn, dass die Menschen errettet werden. Es ist der Wille des Herrn, dass alle Menschen errettet werden. Und wenn ich und wir beten, dass der Herr unsere Verwandten errettet, das kann er machen. Aber bin ich da, wo der Herr mich haben möchte, Geschwister? Oder es ist das Problem gekommen und gehe ich zurück? Es ist nicht geschehen, das war's, gehe ich zurück. War das alles? Der Herr kam einmal irgendwann in mein Leben und jetzt ist alles vergessen. Geschwister, wie schnell vergisst der Mensch? Wie schnell vergisst der Mensch, was Gott getan hat?
Jesus sagt, ich bin mit dir alle Zeit. Und der Mensch sagt, wo bist du, Herr? Ich muss sagen, ich glaube, Jesus. Ich glaube, dass du mit mir bist, in die gute Zeit und in die schlechte Zeiten. Geschwister, der Wille des Herrn ist, dass wir zusammenkommen. Es ist klar, dass viele arbeiten, Spätschicht, viele krank sind, können nicht kommen, das weiß der Herr. Aber wenn ich kommen kann, Geschwister, und ich will, dass der Herr mich segnet, dann soll ich suchen, wo ist der Herr? Ich bin mir sicher, dass der Herr hier ist. Und dass der Herr zu uns redet. Und wir müssen immer sagen, Amen, Herr. Du hast gesprochen, ich vertraue auf dich, ich verlasse mich auf dich. Geschwister, wir haben das Wort Gottes in unserer Hand. Und es erfüllt sich alles, wir sehen es. Und ich bin mir sicher, dass der Herr bald kommt. Aber wir müssen achten auf unsere Herzen, Geschwister. Wir sollen beten für die Brüder, für die Schwestern. Das ist der Wille des Herrn. Und was der Herr tun wird, er weiß es. Er weiß ganz genau. Bleibe im Herrn, als das ist für mich. Ich sage es, aber es ist erst für mich, das, was ich sage. Und es ist sehr traurig, wenn wir sehen, dass die Menschen nicht suchen. Aber ich glaube, ich bin mir sicher, dass der Weg eng wird, auch für die Welt draußen. Der Herr wird zulassen Zustände in dieser Welt, Wirtschaftskrise, Klimawandel, auch verschiedene Skandale in die Kirchen lässt der Herr zu, offenbart der Herr, damit die Seelen, die das sehen und hören, wach werden und sagen, wo ist Gott? Ich sag Gott, wo bist du, Herr? Das will Gott. Gott will von den Menschen, dass sie sagen, hochschauen und sagen, Gott, wo bist du? Hier geht alles kaputt. Waldbrände, die Wälder brennen, Geschwister, in Deutschland. Das war niemals so. Es gibt kein Wasser, habe ich gelesen, in einem Dorf in Deutschland. Das Wasser wird knapp. Habe ich nie geglaubt. In Deutschland, das Wasser knapp. Und Geschwister, es sind die Zeichen im Himmel. Und auf Erden sind wir, Geschwister. Wir sollen auf den Herrn warten. Die Zeit ist nah. Er kommt. Und wir sollen beten für unsere Familie, für mein Kind, für unsere Kinder, dass der Herr sie bewahrt, Geschwister. Ich bin mir sicher, dass der Herr die Kinder bewahrt, Geschwister. Da bin ich mir sicher. Und wir, wo wir gehört haben, wo der Herr uns gesetzt hat in seine Gemeinde, soll nicht sagen, Herr, war das alles? Herr, es war mal schön, aber jetzt ist gerade, ich habe gerade dieses Problem. Gerade ich fühle dich nicht mehr, Herr. Irgendwie berufe dich selbst. Schau auf dich selber. Das mache ich immer. Herr, ich bin gerade so unten. Ich war jetzt diese Woche Spätschicht in die Arbeit. Ein Chaos, Geschwister. Arbeit, 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 nur Arbeit, Geschwister. Da ist schnell der Moment da, wo du den Herrn verlierst. Ich habe das Radio an, will ich hören, da kommt einer, der redet dich rein. Man kann nicht mal was hören vom Radio, vom christlichen Radio, von einer Predigt. Da rennen alle, Geschwister. Und dann sage ich, Herr, es ist so schwer. Bitte hilf mir, gib mir die Kraft zu stehen, weil ich brauche dich. Ich brauche die Geschwister, ich brauche die Gemeinde, ich brauche dein Wort. Ohne das kann ich nicht bestehen. Wir können nicht bestehen, Geschwister, ohne den Herrn. Wir müssen beten, uns erfüllen mit dem Heiligen Geist
und sagen, Herr, ich brauche dich. Wir brauchen den Herrn, Geschwister. Amen.